Liebe Kinder, liebe Reserinnen und Reser, es ist heute Donnerstag, der 4. Februar. Es ist jetzt etwa 19 Uhr. Ich grüße Sie alle ganz herzlich aus dem Rathaus. Zu den aktuellen Zahlen: Wir haben inzwischen 483 bestätigte Corona-Fälle. Es sind seit der letzten Woche 10 Fälle neu hinzugekommen. Aktuell sind in Rees 27 Personen infiziert. Der Inzidenzwert für den Kreis Kleve liegt aktuell bei 63,4. Der Inzidenzwert für die Stadt Rees liegt bei 32,9. Das sind sicher erfreuliche Entwicklungen. Ich habe allerdings auch eine schlechte Nachricht für Sie. Eine 54-jährige Reserin ist nach langem Leiden gestern verstorben. Wir haben dieses Leiden hier im Rathaus sehr nah mitbekommen. Wir sind alle sehr betroffen und möchten an dieser Stelle der Familie und den Angehörigen der Verstorbenen unser tiefes Mitgefühl aussprechen. Zu den aktuellen Entwicklungen in der Stadt Rees: Aufgrund des Hochwassers haben wir im Moment sehr viele auswärtige Besucher, insbesondere am Wochenende. Wir haben aus diesem Grunde deshalb das Tragen einer Alltagsmaske für den Bereich der Rheinpromenade angeordnet. Wir empfehlen allen Reserinnen und Resern, am Wochenende besser zu Hause zu bleiben und diesen Bereich zu meiden. Sie kennen doch unseren Rhein und werden sicherlich zu einer anderen Zeit Gelegenheit haben, sich den Rhein auch noch mal anzusehen. Hochwasser ist das nächste Stichwort. Presse, Funk und Fernsehen überbieten sich gerade, aus Rees, insbesondere aus Grieter Ort, zu berichten. Ich möchte mich an dieser Stelle bei den Kameraden des Löschzugs Bienen ganz herzlich bedanken, die diese Mehrbelastung, ich hätte fast gesagt, diese Mehrbelästigung geduldig ertragen und dafür sorgen, dass die Verbindung nach Grieter Ort mit unserem Feuerwehrbötchen Bienchen 2 gewährleistet bleibt. Und als ob uns diese Probleme, die wir im Moment haben, nicht genügen, ist dann gestern Abend noch an der Betüwe-Linie in Haldern eine 5-Zentner-Bombe gefunden worden. Die Kolleginnen und Kollegen des Ordnungsamtes mussten dann die entsprechende Entschärfung organisieren. Das haben sie, wie ich finde, ausgesprochen gut getan. Mein herzliches Dankeschön an dieser Stelle dafür. Die Bombe konnte dann um 19:09 Uhr endgültig entschärft werden. Es gibt auch erfreuliche Nachrichten aus der Stadt. Die Baugenehmigung für den Investor des Postgeländes ist gestern erteilt worden. Der Investor hat uns mitgeteilt, dass er jetzt in den nächsten 2 Monaten mit der Baumaßnahme beginnen wird. Er wird also zunächst die entsprechenden Gebäude abreißen und dann mit dem Bau beginnen. Auch beim NIA-Gelände gibt es eine erfreuliche Nachricht. Der Investor hat das vom Kreis nachgeforderte Schallschutzgutachten inzwischen vorgelegt, sodass wir auch da mit einer baldigen Baugenehmigung rechnen. Ja, der sehr traurige Fall, der Tod der 54-jährigen Reserin, hat uns nochmal sehr eindrücklich gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir vorsichtig sein müssen. Sie kennen ja die Regeln. Ich darf Sie ganz herzlich bitten, halten Sie sich bitte an die Regeln. Ich will die heute gar nicht wiederholen. Sie kennen sie ja nun zu Genüge. Passen Sie bitte gut auf sich auf, bleiben Sie gesund und seien Sie vor allen Dingen nett zueinander. Tschüss, bis nächste Woche.